Jo Freunde, was läuft? Was geht? Gamage ist zurück. Eine neue Folge. Wir sind heute mal wieder im Wasamba Casino. Long time no see, langes her. Ihr wundert euch wahrscheinlich, was war mit dem Frumsi? Kam gar nichts mehr ab Schadensbegrenzung betrieben. So langsam wurde es auch ehrenlos. Also ich habe da ja immer echt viel riskiert. Deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen gut sein lassen. Es war ein sehr schmaler Grat in der letzten Zeit. Aber hat was genützt und hat geklappt. Wir gehen heute rein, ein bisschen ruhiger. In der Runde Blackjack mit 3000 Euro im Wasamba Casino. Wir starten mit 800 Euro. Ah, ich darf ja nicht vergessen, immer hell schreiben. Let's go. Ah, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hoffe, wir können die Balance hier im Wasamba ein bisschen hochpushen. So wie im Frumsi wäre natürlich optimal. Das hat mega Bock gemacht, auch mit den ganzen Abo-Wünschen und so. Danke dafür auch nochmal, dass ihr so supportet. Richtig cool. 20 gegen 4. Mache ich sonst nie, aber ich teile die jetzt mal. Gegen die 4. Mal gucken, ob es klappt. Ein schönes Ass drauf, ein Ass drauf. Nö. 13 und 19. Ziehe ich die kaputt, ist die Frage. Soll ich ziehen? Ah, komm. 7, 8, 7, 8. Das Ass hätten wir vorher gebraucht. Na komm. Mach eine 6. 18, sauber. 18, 19. Oh, ganz schön viel Risiko. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Also ich habe auf jeden Fall alle niedrigen Karten rausgezogen. Sollte ja dann eine Ruhe kommen, oder? Im Optimalfall. Oh, er splittet auch. Oh, wow, das ist ganz bitter. Das ist ganz bitter. 15, 15. Und nein, 17. Yes, 2.800 Euro, wir haben 4.300 drauf. Das ist schon mal gut. Gar schon mal gut. €1.100 Einsatz, mal gucken. Die Hand spielen wir jetzt noch. Und im Optimalfall gewinne ich die auch, komm. 7 gegen 4. 18. 18 gegen 4. Sollte doch reichen, oder? Ja gut, 4 ist immer dafür bekannt, dass man sich das so zusammenzieht. 10. 10. 10. Yes. 9. 2.000 Euro. 5.200 Euro drauf. Damit können wir schon besser arbeiten. Let's go, Freunde. 5.200 drauf und heute gehen wir mal wieder in irgendeinen Klassiker rein, glaube ich. La Dolce Vita. Komm, Freunde. Bisschen Gamomat zocken. Auf Oldschool angelehnt. Hier im Wasamba. Oh, Fuffi. Ballern das Ding direkt auf 30. Let's go, wir gehen rein. Schön, dass ihr dabei seid. Hier, komm. Direkt Freispiele gleich gönnen. Oder ich mache gleich 5 Linien und dann runter den Einsatz. Mal gucken. Ja, ich hoffe, der geht rein. 5000 die Balance. Relativ fix jetzt ein bisschen hochgespielt. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich fände es natürlich geil, wenn wir uns hier auch wieder auf eine Reise begeben. Auch für euch. Mega interessant, wenn das hier funktioniert. Aber wie gesagt, letzte Mal Frumsi war dann gar nichts mehr und dann habe ich es irgendwann sein gelassen. Ja. Ah, La Dolce Vita. Schön in die Freispiele, wäre doch nett. Ich sehe jedes Mal anders aus, finde ich, auf diesen Aufnahmen. Okay, mach irgendwas, La Dolce Vita.
Wer macht's anders? 5 Linien, 25 Euro Fach. Wenn was kommt, dann knallt's. Oh, wäre das geil, wenn er reingeht, ey. Nur umfressen. Komm, einmal reingehen. Was wäre denn mit dem Bildchen, mein Lieber? Schön 5 Weine. Gehört einfach verboten, ehrlich. Komm schon, mach was. Yes. Boah, 3000 Euro gebraucht, ne? Gut, das 25 Euro Fach kann der easy knallen. Schade. Jawohl. Ah, komm. Uah. 1500 Euro. Das ist doch in Ordnung. Erstmal. So, jetzt direkt nochmal. Ja, ein bisschen was. ...2250 bisher. Da kommen wir wieder in eine gute Richtung. Komm, mach 2 Stück und dann den großen. Gut, wenn er klingelt, immer gutes Zeichen. Ah, geht doch, Alter. Noch nicht gleich so. Tausender noch, 3-2, gut. Und nochmal. Jawohl. Hauptsache gewinnen. Nochmal 250, 3.500 Euro, Freunde. Yes! Let's go! 6.200 drauf. Der war wichtig. Der war sehr wichtig. Der geht nochmal, komm. Ding. Hab's jetzt gehofft. Komm, 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 komm. Oh, das wär's doch, ey. Das ist so krass auf 5 Linien, wie er dann keine Gewinne zieht.
Komm, geh rein. Bam, bam, bam. Die Freispiele waren aber eigentlich echt gut. Hat halt so viel gefressen vorher. Aber gut, immerhin. Hätte auch einfach alles fressen können. Und ich jag das Ding ja auch wieder hier durch wie kein zweiter. Okay, ich lass mal lieber sein. 5.000 Euro wieder drauf, gar nicht schlecht. Wir sind mit 3.000 gestartet. Was haben wir hier? Dockhaus, Gates. Wir gehen in Wild West Gold, meine lieben Freunde. Pragmatic Play hier in Wasamba. Come on. Come on, let's go. Das wird einen Bonus beigeben, ein Tausender. 1200, wir gehen rein, let's go. Seht ihr nur hier, abonnieren nicht vergessen, like nicht vergessen, Abfahrt. Wir sind immer noch im Profit-Bereich für heute, ist schon gar nicht schlecht eigentlich. Aber ich will es wissen, mal gucken, was kommt. Wir gehen rein. Wilds, 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 Wilds. Nope. Alle Anfänge schwer. Wilds, 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 Wilds. Jo, mal 5, gut. Schön zwei daneben und eine Verlängerung. Boah, war die wichtig. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass er die macht. Plus 4 Spins, okay. Wenn er jetzt 2 Wilds daneben setzt, kann sogar was werden. Neben dem mal 5er. Hier mal 3 mal 2 oder so. Ja, oder hier jetzt oben mal 2, dann ist glaube ich auch eine Linie. Hier. Ja, jetzt hier irgendwo was daneben, 186, 500, dann macht den Kopf dahin, ja. Boah, jetzt eine Verlängerung, wer will. 315. Na, Geldsack, oh, schade, schade. Aber ja, die 10er ein paar Mal voll. 459, 1300 Euro, hab ich nur mal Glück gehabt. Das sah nämlich nach gar nichts aus, hier das Ding. Jo Freunde, die Aufnahme ist leider abgebrochen. Ich werde es gut sein lassen für heute. Ja, war ein bisschen öde, aber was willst du machen? Falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergesst nicht, Glücksspiel kannst du nicht machen. Spiel bitte nur mit dem Geld, was ihr überhaupt. Haut rein, macht's gut, bis morgen, euer Gamble Joy. Ciao.